Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Denkt dran, im September gibt es die nächste Liebeschiff-Party. Holt euch noch die verbliebenen Tickets in Berlin. Findet ihr auf liebeschiff.de und es sieht ja immer besser aus, dass das alles klappt. Diesmal notfalls sitzen wir damit völlig maskiert irgendwie. Nein, ich glaube, bis dahin das ist alles gut. Ja, Thema heute ist Feuer nicht mit Feuer bekämpfen. Also was ich immer wieder sehe und kenne ich auch, muss ich ganz klar sagen, ist, dass man, dass ich so lese von Leuten, klar, ganz mäßig mal bekomme. Genau, wenn ihr auch so Fragen habt, könnt ihr gerne über ein Formular auf liebeschiff.de, könnt ihr mir gerne Mail schicken. Wo immer wieder Thema ist, also gibt natürlich viele Themen, aber immer wieder das Thema ist, ja, ich bin in einer total verarscht worden in einer Beziehung. Und ja, daraus resultiert jetzt nach vielleicht anfänglichem Liebeskummer und ich weiß nicht was, so eine Wut. Und dann der, zumindest der gedankliche Wunsch, dem anderen eins auszuwischen oder jetzt mache ich auch mal irgendwas oder ich jetzt schreiche nochmal an oder ich, keine Ahnung, informiere seine Freunde, wie doof der ist oder ich weiß nicht was, also so ein Zurückschlagen wollen aus so einer Ohnmacht raus, weil man mit seinem eigenen Schmerz nicht gut klarkommt. Und ja, ich kann das total verstehen. Ich finde auch, man sollte diese Wut spüren, weil Wut ist an sich kein schlechtes Gefühl. Das, Wut ist einfach so eine Emotion des Egos, die, wo das Ego uns schützen möchte. Und ja, und Wut ist auch eine Energieemotion, die gibt die Energie, ne? Also insofern ist es eigentlich keine schlechte Sache, wenn man so sich aus Beziehungen rausarbeitet, wenn man diese Beziehung, diese Wut nutzt, um wieder in Energie zu kommen. Aber es ist nicht gut, meiner Ansicht nach, die zu nutzen, da jetzt in irgendeiner Weise verbal oder ich weiß nicht was zurückzuhauen, weil das ist Feuer mit, das ist Feuer mit Feuer bekämpfen, ne? Das ist, als wenn du ein Feuer hast und du gehst mit einem Feuerlöscher, also nicht mit einem Feuerlöscher, sondern mit einem Feuerwerfer ran, anstatt einem Feuerlöscher. Ne? Das ist also das ist wie gesagt total menschlich und verständlich. Nur man bleibt auf der gleichen Täter-Opfer-Ebene so. Also es ist kein Gewinn. Es ist dann einfach die nächste Runde und selbst wenn es einem so eine gewisse Befriedigung vermitteln würde vielleicht, also erstmal hält die nicht lange an, irgendwie diese Befriedigung, dann kommt schon wieder schlechtes Gefühl oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat man auch Wut und Aggression nach außen geblasen und wie wir wissen, kommt ja irgendwann alles zu einem zurück, also es macht keinen Sinn, ne? Dann kriegst du es wieder, es ist, wie gesagt, es ist menschlich. Ich kann es hundertprozentig verstehen. Aber erstmal ist es in vielen Formen auch Kontakt. Ich sage ja immer, kein Kontakt, das ist auch Kontakt irgendwie. Und ja, es bringt dich aus diesem Zyklus nicht raus, ne? Aus diesem Täter-Opfer-Zyklus ist das kein Schritt raus. Es ist vielleicht ein Schritt raus aus der Ohnmacht. Aber den kannst du auch so gehen. Wie gesagt, die kannst deine Wut ja für dich prozessieren und verarbeiten. Aber wenn du das sozusagen in Kontakt bringst, es ist so das alte Denken, dieses Zahn um Zahn, Auge um Auge, bringt uns nicht unbedingt weiter. In diesem Sinne,